Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Starfield. Ja, in der letzten Episode hatten wir ja diese ganz tolle Challenge da, die wir Gott sei Dank geschafft haben. Und wir sollten ihn ja jetzt auf seinem Schiff besuchen oder zumindest irgendwie da hinkommen. Bevor wir das machen, möchte ich gern zur großen Hauptstadt und da mein Schiff mal upgraden und schauen, ob ich da mal die Forschungsstation reinkriege. Und wenn ich das geschafft habe, Sachen verkaufen und dann gehen wir zu ihm. Also, wenn wir zuerst mal zur Hauptstadt. Also, ja gut, Hauptstadt ist relativ, aber das ist die einzige Stadt, die ich kenne, wo wir Schiffe upgraden können. Alpha Centauri. Auf Geld 500. Ach ja. So, dann, keine Ahnung, das Auge. Da kann ich nicht direkt dahin. Naja, was soll's. Achtung, du trittst in den Raum der United Colonies ein. Bitte. Ja, ja, ich weiß. Kann ich. Hä? Das ist alles ausgraut. Muss ich jetzt nur warten, bis er fertig ist? Spy behalten und auf Scan vorbereiten. Mhm. Ich wiederhole. Sofort antworten. Sonst eröffnen wir das Feuer. Wir haben dich schon gesucht. Komm mit. Was ist hier los? Ich soll dich darüber in Kenntnis setzen, dass du auf die UC Vigilance transferiert wirst. Alles Weitere erfährst du dann dort. Darüber hinaus darf ich dir keine weiteren Informationen geben. Tut mir leid. Level 30, ich glaube, das tut weh. Ja, mit meinem Schiff. Wir haben den Befehl, dich und dein Schiff an deinen Bestimmungsort zu bringen, zur UC Vigilance. Jede Abweichung von diesem Befehl deinerseits wird als feindseliger Akt gewertet und mit Waffengewalt unterbunden. Ja, also wirklich eine Option habe ich ja nicht, ne? Ich wollte eigentlich was anderes machen. Kluge Entscheidung. Wir kommen für den Transfer an Bord. Okay. Okay. Ich sage es dir, der Commander hat Pläne für diese Null. Warum sollte er sich sonst den ganzen Stress machen? Ich verstehe kann mich nicht bewegen. Immer noch nicht, warum er einem Verbrecher vertraut. Was für ein Risiko. Mach dir keinen Kopf und behalte unseren Gast im Auge. Bin gleich wieder da. Aha. Bleib wieso? Einfach hier. Der Commander will mit dir reden. Der Gefangene ist bereit, Sir. Ja, und jetzt? Was ist denn? Die Maus geht. Okay, ist einfach wirklich gesperrt. Hoffentlich hast du es bequem. Es gibt viel zu besprechen. Ja. Sehr scharfsinnig. Ich setze es mit auf die Liste deiner Talente. Wow. Apropos, sehen wir doch mal, womit wir hier arbeiten. Ich bin beeindruckt. Du hast reichlich kriminelle Energie. So jemanden können wir perfekt gebrauchen. Außerdem sehe ich, dass du Miner auf Vectera warst und jetzt bei der Constellation bist. Fleißig, fleißig. Ach, guck an. Und ganz unten auf der Liste steht die kriminelle Geschichte, durch die du in mein Fadenkreuz geraten bist. Ja. Stimmt. Tatsächlich. Ich setze meine Leute sofort darauf an. Ah ja, spielt wenigstens nachdem mit. Nachdem wir das geklärt hätten, darf ich mich vorstellen. Ich bin Commander Kibwe Kande. Ich leite diese Operation für die UC SysDev. Du weißt, wer wir sind und was wir machen. Ja. Die UC SysDev ist eine Abteilung der UC Navy. Die kümmern sich um das große Ganze. Und wir uns um ein ganz spezielles Problem. Die Crimson Fleet. Und da, Häftling, kommst du ins Spiel. Ja. Nein, nein, hast du nicht. Noch nicht. Wir mühen uns seit Jahren mit der Crimson Fleet ab.
Versuchen Sie, ein Schiff nach dem anderen auszuschalten. Aber wir kratzen nur an der Oberfläche. Wenn wir jemanden einschleusen, finden wir vielleicht einen losen Faden, an dem wir ziehen können, um das Ganze aufzulösen. Ja, warum eigentlich nicht? Wenn das Militär einschreitet und die Crimson Fleet angreift, gibt es einen ausgewachsenen Krieg. Was schwere Verluste bedeuten würde, die die United Colonies sich nicht leisten können. Ja. Nicht für mich, für dich selber. Wieso für mich? Pass auf, ich mache es ganz simpel. Arbeite für die UC Systev, dann können wir gemeinsam die Crimson Fleet ausschalten. Wenn du aber ablehnst, werfen die Jungs dich in die nächste Zelle. Und ich erhöhe deine Strafe vielleicht noch um ein paar hundert Credits. Red mal da von den 500 Credits, die kann ich einfach zahlen, also das ist jetzt nicht so schlimm. Ja, was ist da für mich denn drin? Zuerst mal vergessen wir den Verstoß, durch den du auf der Vigilance gelandet bist. Wir löschen deine Akte. Aber noch viel besser. Wenn du deinen Job gut machst, legen wir noch ein paar Credits drauf, um die Kosten für die Operation auszugleichen. Oder du wirfst das alles weg, landest wieder im Knast und kriegst eine fette Geldstrafe aufgebrummt. Ja komm, wir machen ein bisschen frech weiter. Ich nötige dich zu nichts. Ich gebe dir nur eine Chance, dich zu rehabilitieren. Das wird nicht gehen. Arbeitest du mit mir oder muss ich mir jemand anders suchen? Ja, ich habe eigentlich andere Probleme. Soll man das wirklich machen? Oh, ist das wirklich eine Option, dass ich in den Knast reingehe? Ich will es ja schon. Ich will es sehen. Wie du willst. Ehrlich gesagt bin ich ein wenig überrascht. Ich auch. Meinen Instinkten nach warst du die richtige Wahl. Aber da lag ich wohl falsch. Okay, ab in eine Zelle in Cydonia mit ihm. Sollen die sich um das Problem kümmern? Muss ich jetzt effektiv aus dem Gefängnis jetzt rauskommen? Ich will es ja irgendwie feiern. Ich denke, 500 Credits. Oh, was? Nee, nicht mehr als. In Cydonia herrschen Disziplin und Ordnung. Die Systev ist jetzt dein Feind. Hörst du Reiltanz? Was? Das nur einmal. Cydonia kann ganz schön deprimierend sein. Oh, okay. Ich weiß nicht, bin ich, dass die Systev jetzt mein Feind ist oder. Warte mal. Kurz mal Tab drücken. Da ist ja noch Kodos, Undercover. Gut, möglicherweise beitreten. Ja, das ist irgendwie doof. Ja, wisst ihr was? Ich glaube, ich lade es nochmal neu. Und sage, ich mach's. Jetzt zum Feintoppen ist es ein bisschen doof. Warte mal, 11.49 war jetzt gerade. Das wäre dann hier. Einmal wieder laden. Mal schauen, wo das ist. Na komm. Dafür, du schaffst es. Ich bin... Ja, okay. Leute, ich springe mal nach vorne zu dem kleinen Gespräch und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, da wären wir wieder zurück bei unserem netten Gespräch da. Und jetzt sagen wir ihm halt, wir sind halt dabei. Entscheidung. Ich lasse dich von einem meiner Männer zum Operationszentrum eskortieren. Und ich rate dir dringend, ihm keinen Ärger zu machen. Und versuch gar nicht erst das Schiff zu verlassen. Du wirst feststellen, dass du keinen Zugang zum Dockingbereich hast. Aha. Ja. Okay. So, ich komme mich wieder normal. Gut, dann los.
Moin! Wenigstens bin ich nicht allein. Geh mal. Also der Einsatz statt Knast, ja? Du wirst der neue Maulwurf des Commanders. Ganz alleine eine Bande von Piraten infiltrieren. Du hast ordentlich Mumm. Hey. Trotzdem, ja, ist die Frage, ob man dann... Vor allem bei den ganzen Geschichten. Zum Beispiel die, dass die Fleet Informanten an die Hülle von einem Schiff schnallt und dann ganz langsam die Luft aus dem Anzug lässt. Okay. Kannst du dir einen schlimmeren Tod vorstellen? Ich nicht. Schlimmer aber geht. Ich würde mir da keine Sorgen machen. Da der Commander dich persönlich ausgewählt hat, kannst du vermutlich lange die Luft anhalten, oder? Howdy. Ja, geht so. ja, ist die Frage, ob wir nicht ein doppeltes Spiel machen können. Dass wir da halt Gangster sind und für die Systeme ab und zu mal ein paar Informationen geben, damit die happy sind. Wird zu der kriminellen Karriere passen? Ist es das jetzt? Okay, hier ist für mich Schluss. Fahr mit dem Lift hoch zu Ops. Commander Ikande müsste schon auf dich warten. Okay. Und tschüss. Ja. Ja, was? Gar nichts. Alles gut. Den Raum habe ich doch schon mal irgendwo gesehen. Kommt mir sehr bekannt vor. Verzeihung. Kadett? Moin. Ah, da bist du ja. Sehr gut. Nachdem wir jetzt festgelegt haben, wie du mit uns kooperieren wirst, will ich dir dein neues Zuhause zeigen. Das ist das Operationszentrum der UC Vigilance. Das Schiff ist das Nervenzentrum des SysDev für die Zerstörung der Crimson Fleet. Ja, ja. Und genau deswegen gehen wir etwas unauffälliger vor. Wir brauchen Augen und Ohren in der Crimson Fleet. Jemanden, der uns mit Informationen versorgt und ihre Schwachstellen identifiziert. Der Haken ist, du kannst nicht einfach bei ihnen anklopfen und ihr ein Bewerbungsformular geben lassen. Um reinzukommen, braucht es Raffinesse. Bring mich jetzt mit denen über die sie zu allem. Wird das gehen? Naja. Gut, mit Raffinesse allein machen wir im Privaten auf nicht auf. Ja. Den habe ich. Unsere Aufklärung hat einen möglichen Weg in die Crimson Fleet gefunden. Durch Sersha Bowden, eine ihrer Kontaktpersonen. Die arbeitet für die Handelsaufsicht in Cydonia. Wir haben einen Container Aurora auf dein Schiff geladen, um ihre Aufmerksamkeit zu wecken. Ja. Ganz genau. Du musst also überzeugend auftreten. Sobald du dich in die Crimson Fleet geblufft hast, beginnen wir damit, Beweise zu sammeln. Da kommt meine rechte Hand Lieutenant Jillian Toft ins Spiel. Sie erklärt dir alles, was du wissen musst. Gut, dass euer bester Plan ist, haben wir Probleme. ja, gut. Machen wir das mal. Das nenne ich mal Eifer. Spaß. Sehr schön. Denk daran, die ganze Operation hängt davon ab, dass du es schaffst, die Crimson Fleet zu infiltrieren und uns genügend Beweise zu liefern. Ja, ja. Ich mach das eigentlich nur wegen dem Geld. Mir egal. Hauptsache, du machst es. Pass auf, bevor du anfängst, muss eines absolut klar sein. Als Undercover-Agent der UC SysDev musst du dich an unseren Verhaltens- und Ethikkodex halten. Oh, wenn du zu schwierig. Weit vom Weg abkommst, ist die Chance hoch, dass du außer Kontrolle gerätst. Ja. Tja, dann solltest du dir das schnell angewöhnen, sonst suche ich bald einen Ersatz für dich. Aber jetzt wird es Zeit, dich an Lieutenant Toff zu übergeben. Sie erklärt dir, wie die Beweisbeschaffung während der Operation ablaufen soll. Also los mit dir und viel Glück. Wie bleibe ich mit den 5? Noch mehr von sehen. Weitermachen. Gut. Ja, passt. Wo ist denn die Frau? Okay. Da hinten. Hallo. Servus.
Moin. Das hat er mir unten nicht sagen können. Naja. So. Achso. Computer nutzen. Docking-Schleuse. Einsatzbereit. Nicht verfügbar. Er sagt, ich soll da runter, aber ich kann nicht da runter. Hä? Freigabe autorisiert. Na, das ist die Schiffe der UC. Ja, doof, ne? Hallo. Servus. Docking-Schleuse Computer? Hier vielleicht? Ne, auch nicht. Ja. Jetzt bin ich gerade ein bisschen überfragt. Was sagt denn das Missionsprotokoll? Undercover spricht mit Leutnant Toft. War der falsche Marker. Ach Mann, Spiel. Doch wieder nach oben. Mann! Jo. Läuft bei der Süßdev. Ich dachte, es war ja klar, dass du als nächstes zu Lieutenant Toff musst. Ja. Ja. Also, Moinsen. Okay, wir haben nicht viel Zeit, also hör gut zu. Während du undercover arbeitest, musst du so viele Beweise wie nur möglich sammeln. Wenn du irgendwelche Unterlagen findest, die verdächtig oder belastend wirken, bringst du sie mir. Verstanden? Ja. Leg's dir zurecht, wie du willst, aber diese Beweise sind entscheidend für den Erfolg von Commander Ikandes Operation. Ich will Datenslates, Computer-Downloads, handschriftliche Notizen. Scheiße, ich nehme alles, solange wir die Schweine damit drankriegen. Sicherheit, wenn es belastende Daten findet, das klingt, als wäre. Ja. Liegt nicht an dir, sondern an der Fleet. Das kleine Scharmützel, das du auf Vectera mit ihnen hattest, war nichts. Diese Piraten hinterlassen eine Schneise aus Tod und Zerstörung. Wenn du gesehen hättest, was ich gesehen habe, würdest du mich verstehen. Ja. Mehr verlangen wir nicht. Ach, bevor du gehst, eine Sache noch. Commander Ikande hat eine Auszahlung von Credits für jedes Beweisstück genehmigt, das du uns bringst. Als Aufwandsentschädigung. Ach, so komme ich ans Geld. Okay. Ja. Es war Commander Ikandes Idee. Er hat befürchtet, dass es dir vielleicht nicht reicht, einfach das Richtige zu tun. Also gut. Wir haben einen Container Aurora in deinen Frachtraum geladen. Und wir geben dir eine kleine Probe, damit du die Ware anpreisen kannst. Dein Schiff hat die Startfreigabe erhalten. Flieg nach Cydonia und nimm Kontakt auf mit Sasha Bowden. Mit etwas Glück schickt sie dich zur Crimson Fleet. Das war alles. Du darfst wegtreten. Sag mal, wenn ich jetzt Aurora bei mir drin habe. Ja, ja. Es ist ja jetzt ein Schmugglergut. Kann ich denn überhaupt zur großen City? Ja, wir werden es einfach mal ausprobieren. So. Ach, jetzt ist die Tür offen. Alles klar. Ah, shit. Ich hätte Cockpit sagen sollen. Kann ich wieder... Oh, nee. Ich bin schon oben. Danke. Beziehungsweise kann ich einfach tappen. Ja. Interesting. Also, ich möchte nach Alpha Centauri. Dankeschön. Einmal dahin. Ich kann wieder nicht... Ja, okay. Jetzt schauen wir einfach, was passiert. Willkommen im UC-Raum. Gegenwärtigen Kurs beibehalten, während wir deine Fracht scannen. Alles abgeschlossen. Viel Spaß in New Atlantis. Dankeschön. Cool. Das hat funktioniert. Und... Jetzt bin ich gar nicht... Wo muss ich jetzt hier runter... War das eben... War das hier?
Na komm, du schaffst es. Yes, das war richtig. Okay. Gut. Liebe Leute, dann würde ich sagen, gehe ich jetzt erstmal Sachen verkaufen und Schiffe upgraden, sofern es halt irgendwie möglich ist. Und dann machen wir weiter. Mal gucken. Also, bis gleich. So, Leute, da bin ich wieder. Ich habe mein Schiff mal ein bisschen umgebaut. Die Forschungsstation, die ich eigentlich haben wollte, die habe ich irgendwie immer noch nicht. Ich bin irgendwie zu doof, die hinzuzufügen. Dafür haben wir jetzt andere Werkbänke und endlich ist mein Inventar leer und auch das vom Schiff. Das heißt, ich kann wieder sammeln. Gut, missionstechnisch. Brauchen wir das zweimal? Such nach Beweisen. Begib dich. Nee, ich wollte ja eigentlich. War denn das? Auf der Flucht. Ich wollte ja Kodos machen. Wird man das hier mal abschließen? Kodos. Wo ist denn das? Einmal hier raus. Ah, und ich bitte mal vergessen, mein Handy auf nicht stören einzustellen. So, jetzt haben wir. Kodos. Hier. Kila. Hä? Moment. Lass mal gucken. Weiß ich noch Kodos? Wieso bringst du mich woanders hin? Wie geht der Ding? Aber dann meinte Markus sei auf Kodos, wo er auf dem Bord seines Schiffes auf mich wartet. Jetzt muss ich nur noch zu ihm. Warum ist der Marker dann falsch? Stehe ich jetzt nicht so ganz. Ansonsten gehen wir mal dahin. Ach, dahin. Ah. Fortuna. Ja. Einmal springen, bitte. Das wird bestimmt eine angenehme Weggegnung da. Und ich habe noch gesehen, beim Schiffsbilder könnte man mehr Frachträume hinzufügen. Das ist natürlich auch noch praktisch. Oh, wo ist der Typ? Da heißt er auf seinem Schiff. Kann ich jetzt da irgendwo landen? Oder wie läuft es jetzt? Geh an Bord von Markus Schiff. Doch landen. Ah, da ist er ja. So, einmal raus. Sagen wir mal hallo. Halt die Augen offen. Wer weiß, was für Kreaturen sich hier herumtreiben. Ja, die schlimmste Kreatur sind vermutlich wir selber. Fortuna. Moinsen. Können wir da schon mal Sachen mitgehen lassen? Ja. Nichts Wertvolles dabei. Du. Halt nicht halt stehen. Oha. Ist auf dem Schiff. Bist du der Runner? Der Boss wartet hinten. Ja. Lass mal kurz gucken hier. Ah, Laserschwert? Mal hier rein? Oh ja. Komisch, den Schiff. Der Aufbau von dem Schiff, da kommt mir irgendwie bekannt vor. Das Buben sehen hier. Moin. Ey, warum ist das alles nicht stehlen? Ich beobachte dich. Naja, beruht auf Gegenseitigkeit. Interessant.
Okay. Ja, wenn das so ist, dann werden wir uns hier mal ein bisschen bedienen. Was ist denn das hier? Oh ja. Nö. Warum ist da einfach mal so Butter hier drin? Okay. Toiletten. Nichts Interessantes, aber dafür weitestgehend sauber. Muss man innen lassen. Oha. Du hast den Red Mile Run geschafft, ja? Wow. Danke. Als... Oha. Die Discovery. Ich hätte jetzt nichts dagegen, mein Schiff so ähnlich auszustatten, vor allem mit Löwen. Aber schön, dass hier alles gut... Alter, das sieht ja mega geil aus hier. Ja, ich hätte das auch gern. Okay. Ja, als Captain Quarters finde ich das jetzt schon geil. Nicht mal das ist stehlen. Das kann doch nicht sein. Jetzt hier ein Bug beim Laden? Also nur mal. Okay. Ich nutze das jetzt mal aus. Okay, da komme ich nicht rein. Ja, okay, das finde ich jetzt schräg. Willkommen. Aus Mays Nachricht ist nicht hervorgegangen, warum du mich treffen wolltest. Ja, falls du Arbeit suchst, meine Organisation braucht immer Piloten und Security-Personal mit Mut zum Risiko. Ich will dich aufhalten, ich habe ein paar Fragen zuerst. Scheiße, wenn ich die Marke zeige, dann glaube ich, kriege ich Stress. Schwimm erstmal mit. Von der First hast du schon mal gehört, ja? Ich bin nicht nur Mitglied, ich finanziere die Gruppe durch ein Netzwerk unabhängiger Händler. Illegale Waren sind natürlich am lukrativsten. Fähige Piloten werden daher immer gesucht. Mhm. Kann ich gar nicht anders. Ah, verstehe. Du hast mich gefunden. Bravo, das schafft nicht jeder. Andererseits waren wir in letzter Zeit auch nicht gerade diskret. Durch die Art des Vertrags war ein gewisses Risiko immer gegeben, allerdings ein kalkuliertes. Ehrlich gesagt, denke ich, dass der Major eine Konfrontation mit den Rangern sogar sucht. Trotzdem bin ich etwas enttäuscht, dass der Marshall nur einen Deputy geschickt hat und keinen echten Ranger. Nee, nicht mal so vorlaut hier, ne? Ganz genau. Major Hull saß 20 Jahre lang in einer Zelle und war wütend auf das Freestar Collective. Wie wir alle. Viele gute Leute sind wegen der Feiglinge, für die du arbeitest, umsonst gestorben. Du hast deine Seite gewählt, ich meine. Um Rechnungen zu begleichen. Major Hull hat im Koloniekrieg ehrenhaft gedient. Aber die Führung des Freestar Collective hat ihn verraten. In seinen Augen sind die Ranger die Vollstrecker eines korrupten Rats der Gouverneure. Du bist sein Feind. Was mich angeht, ich habe in dieser Rachsucht keinen Profit gesehen. Ich blicke lieber nach vorne. Mhm. Ich weiß nicht, ob du die Lage hier richtig erfasst, Deputy. Du bist auf meinem Schiff. Meine Wachen sind in der Überzahl und töten dich ohne zu zögern. Ich weiß nicht, sogar, ich komme schon raus. Wenn du etwas von mir willst, will ich im Gegenzug etwas von dir. Alles sage ich dir nicht. Ich bin meiner Einheit gegenüber noch loyal. Aber ich kann dir Hinweise geben.
Und im Gegenzug geben die Ranger mir freie Hand für meine Geschäfte. Yeah. Ich weiß nicht, soll man den Deal eingehen? Naja, sagen wir schlau. Dann sind wir uns einig. Wäre doch ein Jammer, wenn so eine verschlüsselte Slate in die falschen Hände geraten würde. Ach ja. Also, bevor du dich beschwerst, denk daran, dass ich dir nur versprochen habe, dir Hinweise zu geben. Du darfst gerne so lange bleiben, wie du willst. Ich habe nicht oft so distinguierte Gäste. Okay. Irgendwo was falsch, aber andererseits. Aber wenn ich da hier schon ein bisschen rumspielen darf, dann werde ich jetzt mal schauen, was ich hier noch so mitnehmen kann. Nimm mal mit. Das ist jetzt eher weniger. Aber ich muss schon sagen, geiles Schiff. Hört mir, was haben wir hier? Experte. Komm ich nicht rein. Hier unten ist nichts interessant. Hier vielleicht noch. Auch wieder Experte. Auf der Seite, glaube ich, war nichts mehr, ne? Nö. Klassischer Klaviermusik. Ja, hat schon was. Aber auf Dauer würde ich jetzt hier auch nicht spielen lassen. Öffnen! Ach, das ist der Raum. Da waren wir ja schon. Bei der Musik schläft man ja ein. Warum? Warum ist hier das alles am Boden? Das kann ich nicht nutzen. Ja, das scheint es gewesen zu sein. Ja, dann Tschüsskowski. Beziehungsweise... Können wir gerade direkt Schnellreise machen. Einmal hier weg. Nach... Moment, hier drin? Cheyenne? Ach so, das ist ja hier schon... Ah. Okay, das ist ja quasi nebenan. Also... Oh, warum kann ich da jetzt nicht schnell reisen? Gibt es da jetzt noch irgendwie eine Spezialität? Was zum... Okay, das ist nur so ein Roboter. Ich dachte, da wäre jetzt irgendein Vieh. Also, nochmal Schnellreise. Fortuna hat einmal raus. Einmal da rein. Aquila. Geht doch. Die Ärzte im Kern haben schon vielen meiner Leute das Leben gerettet. Aber machen wir den Jumpkick hier. Jo, wissen wir. Wir sind gerade selber gelandet. Ich glaube, ich habe... Sandig hier. Ich frage mich halt, wie viel sie jetzt da von den Sticks hier noch brauchen. Ich dachte, er wäre so gut. Hey, Deputy. Moin. Södre. Ich hatte was für dich. Hoffentlich hast du jetzt mal Ergebnisse. Er sagt, ich verbringe zu viel Zeit am Terminal. Das stimmt vermutlich. Hey, Deputy. Wie läuft die Jagd nach der First? Naja, soweit... Alles gut. Gut, gut. Wenn du mich fragst, haben sie keine Chance. Du bist wie ein Ashter, der langsam durch das hohe Gras schleicht und auf den richtigen Augenblick wartet. Und dann, boom, sind sie erledigt. Hast du noch mehr verschlüsselte Slates gefunden? Ich stehe nämlich ganz kurz vorm Ziel. Ja.
Oh, komm zu Daddy, du süßes kleines Speichermedium, du. Geh wieder auf die Jagd und überlass den Rest mir, Deputy. Ja, mach halt auch mal wirklich Arbeit. Sind man. Naja. Skillpunkte. Ich glaube, das schaue ich mir später an. Komm rein, Deputy. Setz dich. Waren wir schon mal jemals in den Raum? Nimm dir einen Stuhl. Ja, ja. Kein Stress. Während du im Feld warst, gab es weitere Berichte von Farmern, die bedroht und angegriffen wurden. Einige haben leider nicht überlebt. Nein, wir können nicht überall gleichzeitig sein. Du bist im Moment unsere größte Hoffnung, sie zu stoppen. Schlimmer noch, es ist tragisch. Wie laufen die Ermittlungen? Ja, dafür gut, sobald Alex die Verschlüsselung geknackt hat, erfahren wir mehr. Falls er etwas Nützliches findet. Ansonsten stehen wir wieder ganz am Anfang. Machen wir weiter. Ich habe die anderen Ranger nach ihrem Eindruck von dir gefragt und ich würde gerne einige Dinge ansprechen. Oje. Fangen wir mit Ranger Kalu in Hopetown an. Sie hat dein gutes Timing gelobt und war beeindruckt, dass du es mit dem Piraten aufgenommen hast. Donkey? Mia sagt, du warst Hope gegenüber respektvoll, nicht zu aggressiv. Du hast mir also zugehört, als ich dir gesagt habe, du musst vorsichtig sein. Ja. Genau. Es kann knifflig sein, sich mit dem Rad herumzuschlagen, aber es gehört dazu. Wir brauchen es uns nicht noch schwerer zu machen. Machen wir weiter. Ranger Price hat uns detailliert über deinen Besuch in Neon informiert. Er sagt, du hast es für einen Informanten mit einem Kredithai aufgenommen. Ja. Du hast dein Blatt gut genutzt. Der Tausch war vernünftig und pragmatisch. Achte nur in Zukunft darauf, dass du nicht gegen Gesetze verstoßen musst, wenn du Gefallen eintauschst. Du hast Resultate, das ist alles, was zählt. Das hat Price beeindruckt. Er hat gesagt, du hast Initiative gezeigt. Ranger McMillan hat deinen Mut und deine Hingabe als außergewöhnlich gelobt. Sie sagt, du hast den Red Mile Run absolviert, um ein Treffen mit Marco Graziani zu bekommen. Ja. Tatsächlich? Hoffentlich ist das nicht nur Geprahle. Angst zu haben ist nicht schlimm. Angst hilft dir oft, am Leben zu bleiben. Wie war das mit Marco? Er hat dir die Slate sicher nicht aus der Güte seines Herzens gegeben. Ja. Ja, er hörte sich immer gerne selbst reden, schien sich für den klügsten Mann im Raum zu halten. Naja, ich weiß nicht, aber immerhin hat er sich kooperativ gezeigt. Was ist mit Maya Cruz? Ihre Loyalität gegenüber Hull und der First Cavalry war sehr stark. Ja. Ich schätze, das hätte ich an ihrer Stelle auch gewollt. Verzeihung, Marshall? Nicht jetzt, Alex. Wir sind in einem Meeting. Ja, ich weiß, aber es ist wichtig. Ich habe es geschafft. Ich habe die Slates finally. Ich weiß zwar nicht genau, wo das Hauptquartier der First ist, aber es gibt Hinweise auf eine sogenannte Fabrik. Die Fabrik? Das war unser Spitzname für die Hauptanlage, in der die Mechs gebaut wurden. Oh, oh. Direkt nach dem Krieg wurden alle Mech-Fabriken geschlossen. Das war eine Bedingung des Friedensvertrags. Aber sie wurden nicht zerstört. Zumindest nicht alle. Yeah, wenn die Förster ist, sorge ich dafür, dass es keiner überlebt. Was weißt du drüber? Ich war nie selbst dort, aber es war eine große Anlage, größtenteils unterirdisch. Wenn die First sie besetzt haben, haben sie vermutlich im ganzen Komplex Verteidigungsstellungen errichtet. Ja, was du nicht sagst. Ja. Die Anlage lag auf Arcturus 2. Es könnte eine Sackgasse sein, aber falls nicht, musst du auf einen Kampf gefasst sein. Wenn ich streng würde, dann nur, weil ich die Integrität der Freestar Ranger beschütze. Ja, ja, aber woher weißt du, dass es jetzt genau auf dem Planeten ist? Du hast Hinweise auf die Fabrik. Und das
Ach, Logik. Mach dich auf einen Kampf gefasst, Deputy. Ja. Okay, gut. Dann schauen wir mal, wie schon ist. Einmal raus hier. Was ist für Level? Oh, da wollen wir noch gar nicht. Oh, scheiße. Nice. Oh, wo ist der? Nice. Und hoch. Komm. Komm. Nice. Ach, scheiße. Wie viel denn noch? Ja, zu weit entfernt. Ja, komm. Einmal drehen. Shit. Und runter, komm. Na, so ein Scheiß. Ich und Weltraumschlachten. Jetzt vermutlich auch nicht flüchten können. Oh, sind gerade direkt wieder hier. Okay, weil ich also super gut in Schlachten bin, würde ich sagen, mach mal einen kleinen Cut. Ich werde die Schlacht nochmal probieren und sehen uns dann unten bei der Fabrik wieder. Also, bis gleich. So, da wären wir wieder. Schlacht vorbei, warten drei Wellen. Södre, einmal verlassen. Organisches Material herum. Das ist so eine mittelmäßig schlaue Aussage. Planeten wie den hier. Wie den hier. Okay. Das kann ich doch bestimmt scannen, oder? Andererseits. Ich weiß ja nicht. Ich glaube, das ist eine Falle. Ich werde noch mal ganz kurz speichern. Und dann sehen wir uns gerade wieder. So, drei. Speichern vorbei. Der zweite Landeplatz. Ob sie vielleicht Kisten hat? Sieht hier mal nicht so aus. Oh. Ja, dass ich die halt nie sehe, ne? Credits. Damit. Koffer. Jetzt eher weniger, aber das nehme ich mit. Nee. Okay. Warte, nach unten. Da ist eine Mine. Geht das? Nice. Oh, fuck. Ja. Schlau. Hier spricht Paxton Hall, Kommandant der First. Moin. Danke. Wenn du der Gerechtigkeit wegen gekommen bist. Sie wartet drin. Ja, gleich.
ist aber sonst nichts. Aber das mit den Fliegen, da bin ich tatsächlich gar nicht mal so gut. Ich brauche da meistens ein, zwei Anläufe. Moment. Veteran der First Cavalry. Was ist doch er hier? Ich hab den doch jetzt. Ach, da oben. Hä, der reagiert gar nicht. Doch, jetzt. Hä, wo ist er? Das sind noch ein paar mehr. Jetzt hier drin nicht so dunkel wäre. Haben wir. Schütz. Zeig mir, was du drauf hast. Ja. Was? Nein. Ah. Ist auch noch ein bisschen suboptimal hier. Es wäre irgendwie geiler, wenn es ein bisschen heller wäre hier drin. Ich glaube, wir gehen mal auf Konfrontationskurs. Alter, wieder einfach nichts kommt. Oh, nee. Einen haben wir hier drin noch. Möchtest du rauskommen? So, jetzt. Was läuft denn der nach vorne? Alter, so dumm. Ja, du bist gleich als nächstes dran. Komm, schau mal nach oben. Der Zorn der First ist ein Todesurteil. Ich habe schon andere Waffenklopfen gesehen. Gut, einer haben wir hier hinten noch. Sehr gut. Dann einmal looten hier. Das nehmen wir mit. Jo, das auch. Das ist alles Standardgedöns hier. Von der Granate. Geil. Hat es ansonsten Gutes hier? Nö. Gut. Kisten sehe ich da jetzt auch keine. Eventuell da oben. Muss ich da rein? Schlüssel erforderlich. Ja. Noch kein Schlüssel. Oh, da. Kiste. Nice. Nice. Wo sind die Gegner? Ach, da. Bin los. Und ansonsten... Was ist das? Nice. Oh, Medipack. Ja, damit. Achso, das war der Platz, wo wir vorher schon gewesen sind. Also, Tür auf hier. Ich bin ein Mann der Tat. Ich habe keine Verwendung für Lügen. Wenn ich dir also sage, dass du manipuliert wirst, ist das die Wahrheit. Der Rat der Gouverneure interessiert sich nur für sich selbst. Sie sind allesamt gierig und korrupt. Du bist ein Werkzeug in den Händen der Unwürdigen, genau wie ich einst. Ich war loyal, ich habe Befehle befolgt und gute Leute in den Tod geführt. Diese Schmach werde ich mit ins Grab nehmen. Ah, also dass wir eigentlich die Bösen sind, ich weiß ja nicht. Okay,
Liebe Leute, wir sind eh schon wieder an der Zeit. Wir sind schon wieder bei 50 Minuten. Ich würde sagen, wir machen in der nächsten Episode weiter. Und da, glaube ich, werden wir dann mit Mr. Hall mal ein kleines Gespräch führen. Sofern es überhaupt geht. Also, wer es gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Und dann bis bald. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.